25 Jahre Klingenberger Kalligrafiekurse. Zeit für einen kleinen Rückblick, liebe Kalligrafiefreunde. Wie kam ich überhaupt nach Klingenberg? Es spielen ja häufig Zufälle eine Rolle. Ich war als Gastdozent bei einem Musikseminar dort und so ergab es sich, dass ich dann vom damaligen Leiter und Gründer der Bildungsstätte gleich angesprochen wurde, ob ich weiterhin Seminare geben könnte. Er kannte mich schon vorher als Musiker und Musiklehrer aus Hamburg und fragte mich damals, ob ich die Musikseminare, die eine Dozentin dort geführt hatte, die an die Hochschule in Lübeck gegangen war, ob ich die weiterführen könnte. Und so kam es, dass ich damals Kinderliederkurse für Kindergärtnerinnen dort in Klingenberg gegeben hatte. Aber meine Idee war eigentlich, die Kalligrafiekurse zu geben. In Hamburg hatte ich schon seit einiger Zeit Kalligrafiekurse gegeben, aber ich hatte die Schwäche der abendlichen Kurse erkannt, dass man immer einige Zeit braucht, um sich einzuschreiben, um überhaupt in den Fluss zu kommen. Und deswegen bieten sich zum Beispiel für Kalligrafie und Malerei und so weiter längere Kurse an, sodass man in den Fluss kommt. Und da ist eben am besten ein Wochenendseminar, noch besser natürlich für eine ganze Woche. Aber ich habe damals mit Wochenendseminaren angefangen und für 10 Jahre ungefähr habe ich dann parallel Musikseminare und Kalligrafie-Seminare gegeben. Die Kalligrafie-Seminare sind geblieben, wie gesagt, jetzt seit 25 Jahren. Zwischendurch habe ich dann auch dieses Lehrbuch zum Thema Kalligrafie verfasst. Ich weiß noch, ich war gerade in Klingenberg, als die Lektorin vom Englischverlag bei mir anrief, ob ich ein Buch zum Thema Kalligrafie machen könnte. Das habe ich mir dann damals in Klingenberg überlebt. Ach so, genau, ich war gerade dabei, im Haus des Kurgastes eine Kalligrafie-Ausstellung zu machen in Klingenberg, war gerade dabei, die Bilder aufzuhängen, als das Telefon klingelte zum Thema Kalligrafiebuch. Also steht das also auch in enger Verbindung mit den Kalligrafiekursen. Wo wir gerade beim Haus des Kurgastes sind, oft habe ich dort auch mit meiner Jazzband gespielt. Also es hat sich eine echte Beziehung ergeben, Klingenberg und Hamburg. Wo wir gerade Beziehung Klingenberg sind, viele meiner Freunde fragten mich damals auch, warum meine Tochter immer drängelte. Die war damals 6 Jahre alt, oder als es losging, war sie 6 Jahre alt, wann der nächste Kurs in Klingenberg, der nächste Kalligrafiekurs in Klingenberg stattfinden würde. Alle wunderten sich natürlich, was ein 6-jähriges Mädchen nun an den Kalligrafiekursen so interessant finden könnte. Um die Erklärung zu geben, in Klingenberg befindet sich der Reiterhof Mali und meine Tochter wurde natürlich nur zu den Mahlzeiten gesehen. Die übrige Zeit war sie auf dem Reiterhof. Und um den Kreis zu schließen, damals war sie noch so klein, sie rief dann am Reiterhof an: Hier ist Laura, wann ist wieder Reitunterricht? Und sie hat die Verbindung immer gehalten. Mittlerweile ist sie dort als Reitlehrerin einmal in der Woche. Zwischenzeitlich hat sie sogar dort gewohnt. Leider war eine der Reitlehrerinnen gestorben und ich glaube 1,5 Jahre hat sie dann da fulltime als Reitlehrerin gearbeitet. Mittlerweile nur noch einmal in der Woche. Mittlerweile arbeitet sie von Kiel aus eben als Reitlehrerin und kommt einmal in der Woche nach Klingenberg.
Also man sieht, dieser Ort hat eine gewisse Anziehungskraft. Er liegt fantastisch in dieser ostholsteinischen Landschaft. Deswegen hat mich damals auch gereizt, vor den Kursen morgens die Joggingrunde einzuführen, wunderschön durch den Klingenberger Forst. Ich hatte ja schon gesagt, Ausstellungen habe ich dort gemacht. Jazz in Klingenberg. Klingenberg ist, wie gesagt, ein äußerst interessanter Ort. Es ist, wie gesagt, diese Kombination Urlaub mit Kurs. Und dann natürlich die Vollpension, man braucht sich um nichts zu kümmern. Auf der einen Seite ist die Ostsee, auf der anderen Seite der Pönitzer See. Im Sommer kann man also auch in die Badeanstalt am Pönitzer See gehen oder wie gesagt zur Ostsee, ein Gang zur Ostsee lohnt sich immer, besonders nach Hafkuch in das kleine Kaffeehäuschen, in das wir fast jedes Mal gepilgert sind zu dem Kuchentempel. Viele Leute haben im Laufe der Jahre die Kurse besucht. Für einige war es der erste Kalligraphiekurs überhaupt. Für andere war es eine einmalige Erfahrung. Einige Leute haben mir auch erzählt, sie hätten zwar sich nie wieder mit Kalligraphie beschäftigt, aber die Joggingrunde hätte nachgewirkt. Wie der eine oder andere vielleicht weiß, so ist auch dieses Kalligraphiebuch entstanden. Ich habe ja Sport studiert. Der eine oder andere hat es vielleicht in meiner Vita gelesen. So kam es auch zustande, dass mich eben diese Kombination aus Motorik und Kunst immer schon interessiert hat. Darauf bauen sich praktisch die Kalligraphiekurse auf, dass ich also den größten Wert auf die richtige Motorik der Kalligraphie Wert lege. Mein Credo ist, wenn die Motorik richtig ist, dann wird auch etwas Schönes auf dem Blatt Papier dabei herauskommen. Also, man sieht Klingenberg, dieser wunderschöne Ort in der ostholsteinischen Schweiz, ist also die perfekte Kombination, sodass man dort Urlaub, Kreativität miteinander verbinden kann. Man schläft auch noch ganz himmlisch dort. Mittlerweile sind fast alle Zimmer renoviert worden und dadurch, dass es eine gemeinnützige Einrichtung ist, die sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband, ist es also auch ein bezahlbarer Kurs. Die sind natürlich dann auch nicht mehrwertsteuerpflichtig und so weiter. Ja, also wir haben gesehen, eine runde Geschichte, deswegen habe ich es auch 25 Jahre nun mittlerweile in Klingenberg ausgehalten. Ich hoffe, es kommen noch etliche Jahre dazu und ich hoffe, wir sehen uns dann in Klingenberg. Im Oktober gibt es dann eine kleine Feier, da werde ich versuchen, auch Ehemalige, die früher in den Kursen waren, einzuladen. Eine ähnliche Veranstaltung habe ich schon mal gemacht gehabt, 10 Jahre Klingenberger Kalligraphiekurse und jetzt heißt es, wie gesagt, 25 Jahre Klingenberger Kalligraphiekurse. Ich bringe natürlich meine Gitarre, Akkordeon mit und wir machen eine kleine gemütliche Feier. Da sehen wir uns dann hoffentlich im Oktober in Klingenberg. Ja, so viel zum Thema Klingenberger, 25 Jahre Klingenberger Kalligraphiekurse.